Die Pflanze ist ein ganz offenes Wesen, was die Umwelteinflüsse, ob das Boden ist, ob das jetzt das Klima ist, ob es die Handhabung ist, alles aufnimmt und darauf reagiert. Und ich kann die Pflanze nicht reduzieren, also in meinem Bild der Pflanze kann ich sie nicht reduzieren auf eine Zelle oder eine Zellansammlung und dann dort Entwicklungsschritte machen. Wir züchten Sorten, die für den biologischen Anbau geeignet sein sollen. Und der biologische Anbau ist anders als der konventionelle. Und in dieser Richtung, also mit diesem Blick, versuchen wir Sorten zu entwickeln, die besonders gut geeignet sind für einen biologischen Anbau. Was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir von Anfang an sehr großen Wert darauf legen, dass das Gemüse schmeckt. Also, dass wir bei allen Pflanzen, die wir für die Züchtung nehmen, auch eine sensorische Prüfung, also eine Geschmacksprüfung machen, ob der Geschmack gut ausgeprägt ist oder nicht. Der eine will es eher kräftiger, der mag es auch eher leicht bitter, der nächste braucht es eher süß, mild. Das ist von den Menschen her verschieden. Und deswegen muss es oder wäre es gut, wenn es eben auch verschiedene Gemüse gibt für die verschiedenen Ansprüche. Ja, im Sommer, da ist dann hier alles ganz bunt und vielfältig und verschiedenste Gemüse. Und zuerst müssen wir die Kulturen dahin bringen, dass sie gut wachsen. Sie müssen gepflegt werden, gewässert werden, gehackt werden. Und dann, wenn sie entsprechend die Größe haben, dass wir sie beurteilen können, dann werden wir sie beurteilen. Dann werden die Salate angeschaut, die Zucchinis angeschaut, ausgewählt, welche Kulturen nehmen wir. Dann wählen wir sowohl männliche als auch weibliche Blüten aus und müssen sie zuerst verschließen, dass keine Insekten herangehen, bis die Blüten so weit sind, dass sie befruchtungsfähig sind. Und dann gehen wir hin und nehmen die männliche Blüte und bringen sie zur weiblichen Blüte und tun die Staubkörner auf die Narbe der Blüte aufbringen und verschließen dann hinterher die Blüte und hoffen, dass die Befruchtung, die wir jetzt als Mensch vorgenommen haben, dann auch wahr wird. Mich faszinieren schon immer die Pflanzen. Die Pflanze so als ganze Erscheinung in dem, wie sie drin ist. Und dass ich immer mehr erlebe, die Pflanze ist so plastizierbar durch uns Menschen. Wir können da so eingreifen. Also so ein bisschen, vielleicht kann man das auch vergleichen mit Erziehung oder Pädagogik, wo wir ja auch wirken auf Menschen. Und dieses Arbeiten mit der Pflanze und einen Blick haben oder eine Vision haben von der Zukunft, von dem, was da draus werden könnte, was die Pflanze mir zeigt, was da werden will und was ich als Mensch, als Idee, als Bild, als Zukunft sehe. Dieses zusammenzubringen und da drin zu spielen und zu probieren und sich dem nähern. Also im Grunde genommen ist es ja ein Schritt der Aufmerksamkeit, der Zuwendung, des sich öffnen für etwas anderes.